Hallo, willkommen zurück zu Shadow of Rome. Wir sind immer noch mit Octavian unterwegs in einer doch schon recht umfangreichen und kniffligen Mission. Das Problem ist, wir haben überall Wachen und ich habe noch keine Ahnung, wie wir die ausschalten können. Ich hätte eventuell eine kleine Idee. Honig. Honig. Ein normaler Krug. Normaler Krug. Mehl, okay. Mehl hat man noch gar nicht. Das ist jetzt ein bisschen riskant, aber Glück gehabt, die sind alle auf dem Honig ausgerutscht. Mal sehen, ob hier unter dem ganzen Blechhaufen irgendwas zum Klauen ist. Ach, herrlich. Er ist selber ausgerutscht, wird dumm angeguckt und die rutscht dann selber aus. Herrlich. Das war gut. Oh, das ist interessant. Ich hatte es mich gerade verdrückt gehabt, aber okay. Spieler. Feind. Objektwaffe, okay. Okay, also wir haben tatsächlich noch die Möglichkeit einer Karte. Mann, 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 da sind aber zu viele da auf dem ausgerutscht, auf dem Zeug. Ja, also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nix. Ein ganzer Stapel Römer. Oh, das ist mal eine Viereckwaffe. Die werden wir gleich mal ausprobieren. Oh, ist das herrlich, ey. Alle Römer auf einen Schlag erledigt. Schlaf schön. Einmal Goldmünze. Nice. Das hat sich doch ausgezahlt. Neuer Abschnitt. Where is Decius? He is not here. He left a while ago. Why? What is wrong? I dropped the key to the storeroom where the treasures are kept in the tiger's quarters downstairs. I can't go in there. It is too dangerous with that tiger prowling around. Well, it's a good thing he's not here right now. If he finds out, he will have you killed. You're right. What should I do? Okay, wir haben Ratten und wir haben Stricke. Okay. Ich glaube, das ist vielleicht gar keine so dumme Idee, wenn wir
die Karte nutzen. Ups. Falsche Taste. Robber! Es ist nicht nötig, diesen Weg zurückzugehen. Und wie nötig es war. Aber nein, er will ja lieber sterben. Where is Decius? Haben wir unsere Verkleidung wenigstens noch behalten? Ja. Umgelaufen. Ja, das ist auf jeden Fall ein taktischer Vorteil mit der Karte. Also mir war es nicht aufgefallen, ich wollte nämlich einmal zuerst Start drücken, bin dann aber an Seedeck rangekommen, weil das Pad ein paar kleinere Probleme hatte. Nicht hinterher rennen. Ich wollte dir doch erst über die Rübe geben. Ich verstehe das nicht. Warum trifft er manchmal nicht? Wir werden jetzt sterben. Das war nix. Ich hasse das, dass dieses System mit dem Anvisier nie richtig funktioniert. Man hat den Gegner im Visier und ja, er schlägt einfach irgendwo hin, nur nicht auf diesen Gegner, der direkt vor der Nase steht. Ach ja, stimmt ja. Jetzt habe ich dich.
Das ist ungünstig, dass die da alle auf einen Haufen stehen. What happened here? Hey, wake up! Unser Ziel ist einer der Soldaten. Das Problem ist, die Olle, die ist da gerade so viel am Rumkreichen und Rumrennen, dass ich hier nicht wirklich... Zugriff bekommen auf den einen Soldaten. Es ist doch nur eine Ratte. Das ist gerade irgendwie eine doofe Situation. Ich muss die Wache kriegen, aber... Ja, solange die da alle wie aufgescheuchte Hühner rumrennen, kriege ich die nicht. Nein! Ich hab die von Stasse gedrückt. Ach, Mist. Das ist blöd, wir müssen unbedingt die eine Wache erwischen. Oh, den hätte ich eben schon erwischen können. Komm, meine kleine Ratte. Fein gemacht, Ratti. Dankeschön.
happened here? Hey, wake up! Who are you? Oh, die Tür ist ja zu. Mist. Verdammt. Die Tür war leider zu. Das hätte alles so schön funktioniert, aber nein, die Tür ist zu. Nicht einfach, nicht einfach. Also ich muss schon sagen, es ist taktisch echt fordernd. Also gerade speziell diese Schleichabschnitte gerade. Die Kampfpassagen in der Arena sind auch natürlich tierisch fordernd, aber da eher auf andere Art. Schlaf schön. So. Dein böses Werk, meine kleine Ratte. Danke. Wir können zwar mit dem Schlüssel jetzt schon quasi abhauen durch die eine Tür, die da markiert war, aber ich will die Münzen haben. Na komm, erzähl dir den Wachen von der Ratte. Und dann siehst du, dass er verschwindet. What happened here? Hey, wake up! Weil ich gerannt bin. Oh. Lauf, 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 lauf. Schwein gehabt. Nix. Ich wollte nur vorbei.
Und go. Kehrschlüssel eingesetzt. Yay! Wir haben wieder einen Abschnitt geschafft. Hat mal einer Licht. Gott, ist das dunkel. Das war die falsche Tür. Wir brauchen den Gewölbeschlüssel. Und der ist hier im Raum mit dem ganzen Tigern. Von wegen Löwen. Naja. Tiger und Löwen verwechseln ist ja eine Sache. Aber hier gab es ja einen anderen Fall von Verwechslung mal. Zumindest in Deutschland. Herrlich. Ah, Licht. Super. Wie machen wir das? Herrlich, da drin sind auch noch Münzen. Das Blöde ist, wahrscheinlich mache ich mir damit meinen Fluchtweg kaputt. Thank you.
überall Münzen drin. Okay, die Miezekatze ist relativ chillig. Mist. Wir sind immerhin wieder einen Abschnitt weiter. Ich guck mal, was die Zeit sagt. Und der eine Abschnitt hat bestimmt auch wieder lange gedauert. Ja, wir müssen Cut machen. Machen wir beim nächsten Mal weiter, wenn es dann wieder heißt Let's Play Shadow of Rome. Bis dann.